Und ich habe gedacht, ihr seid jetzt die ganze Zeit hier so, so quasi Konsumterror, sitzt die ganze Zeit hier rum, hat überhaupt nichts zu tun. Ja, aber faul rumsitzen ist jetzt nicht mehr. Jetzt, also wenn ihr Lust habt, nur wenn ihr Lust habt, ne, bei dem Lied, was ich gleich singe, könnt ihr ein Refrain mitsingen. Der geht auch ganz einfach. Ich muss kurz überlegen hier. Das Stück ist auch sehr neu. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut... Hä? Oh Gott. Denn dann war ich ja niemals, würde ich meine Meinung verkaufen. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Oh, oh. Also das ist aber echt der beschissenste Anfang, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ich fange einfach an, ihr kriegt den Refrain ja mit. Kann die Gitarre irgendwie lauter? Ich höre die gar nicht. Ich bin ein Weicher, niemals würde ich meine Meinung verkaufen. Ein Versager, niemals im falschen Verein mitlaufen. Meine Flasche, ich gebe mein Rückgrat niemals fort. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin eine Lusche, scheiße auf Karriere. Ich hab Moral, ich bin eine Flasche, ich will Verständnis. Kein Skandal, ich bin ein Null, Null Peniete. Ist echt arm, was ich dir biete. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Die anderen haben Bling Bling. Ich hab nur was ich sing sing. Die anderen haben Flat Screen. Ich hab nicht mal einen Jim Beam. Du hast einen Schlagring. Ich hab Martin Luther King. Jetzt kommt's. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Und egal wer du bist, ich helf dir in der Not. Wir üben das mal ganz kurz. Eins, zwei, drei. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Traut euch! Ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Und egal wer du bist, ich helf dir in der Not. Sehr gut. Du hast einen großen Penis, ich hab ein großes Herz. Das schlägt sogar für Leute wie dich. Kein Scherz, du hast dicke Eier. Die Spermien sind längst geschädigt. Aber den Jungen um die Ecke hast du krass erledigt. Und wieder hast du den Falschen fertig gemacht. Während sich irgendwo einer ins Fäustchen lacht. Faszinierend, wie das klappt, immer die falschen Gegner. Jeder tritt nach unten, bisschen ab zum Fußabtreter. Doch nicht, spring nicht im Quadrat. Denk mich out of the box, im Preisvergleich der Moral. Gibt's keinen Preis bei Verifox, ich mach das auch nicht billiger. Die Antwort ist nie leicht, ein Kompass bleibt nur gut, wenn man ihn immer mal neu reicht. Wahrscheinlich wird es wieder nur den Falschen was bringen. Aber immerhin können wir gemeinsam singen. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ja, ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Und egal wer du bist, ich helf dir in der Not. Sagst, ha, Jesus, linke Wange, rechte Wange. Sag, gern, siehst du diese Faust, nur keine Bange, du. Ey, so funktioniert das doch nicht. Ich, Digga, man bekommt, was man kriegt. Seh ich aus wie ein Blauhelm, call me Batman, Baby. Es war mir eine Ehre, gern mal wieder Lady. Nein, nie wieder Bruce, das ganze Geld, es war in vain. Wir können uns gern mal im Café um die Ecke sehen. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Ich bin ein gut Mensch bis zum Tod. Und egal wer du bist, ich helf dir in der Not. Oh. Ein Mann, ein Beat. Ja. Oder so. In der Art, ja. Was ist jetzt schon wieder passiert? Also, hast du ein CD davor geschenkt? Du, ich habe neulich so ein Schild gesehen, Barpersonal gesucht.
Soll ich dir sagen, wo das war? Da vorne an der Ecke. Das war sehr voll da. Prost. Muss ich auch sagen, letzte Martini hatte ich, also ist ja nicht der richtige Martini aus James Bond, ne? Aber wir haben James Bond geguckt und da haben wir dann uns Martini mitgenommen und Eiswürfel. Und? Ja, und dann haben wir uns immer eingeschenkt, wenn jemand erschossen wurde. Und dann habt ihr mehr als eine Flasche gebraucht, würde ich mal vermuten. Also ich sag mal, war ein super Film, ich weiß nicht mehr alles, aber der Film war gut. Ja, also nicht ganz pazifistisch jetzt, eine Anspielung auf dein Lied. Also es ist nicht reine Pazifismus, was man da sieht. Ja, nee, ja, also ja, also ich glaube, das ist, der Gutmensch in mir braucht das zur Entspannung. Also ich gucke auch gern, also total hirnlose Actionfilme. Zur Entspannung, weil du von draußen kommst, also genau, du siehst den ganzen Wahnsinn und dann entspannst du dich. Man sieht den ganzen Wahnsinn so des Tages.